Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir grüßen hier heute Abend vom Wiesnfest in Polheim und heute dreht sich alles um die Anmachsprüche. Ich werde den Leuten hier heute Abend ein bisschen unter die Arme greifen, habe ein paar Anmachsprüche auf Lager, die ich hier heute Abend verteilen werde. Und wer weiß, vielleicht können wir ja dafür sorgen, den einen oder anderen hier heute zum Verkuppeln zu bringen. Ich bin wirklich sehr gespannt, freue mich riesig auf den Abend und wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. So, wo sind die Schleifen? Rechts? Ist das rechts oder was? Das ist rechts, ja. Ist vergeben? Das ist vergeben. Okay. Ja. Okay. Und vergeben. Auch vergeben. Ja. Ja, schade. Dann euch beiden noch einen schönen Abend. Mein Motto ist heute, wer heute nicht knutscht, fährt heim. Und tschüss. Habe ich ja gerade anhand deiner Schleife gesehen, dass du keinen Freund hast. Du hast bist Single, ja? Ja. Wie lange schon? Lange. Ja, wenn die einen Freund haben, ist ja langweilig. So, wie lange bist du schon alleine? Oh Gott, seit Sommer letzten Jahres. Willst du hier heute Abend wen kennenlernen? Absolut. Absolut. Hast du Anmachsprüche auf Lager? Ich? Ja, klar. Hau mal einen raus. Alte, treffen heute sich zwei und der eine ist nicht da. Das ist ein Anmachspruch für dich? Ja, oder sitzen zwei auf der Bank und der eine sagt zu der anderen, lass mich auch mal in die Mitte. Wir haben hier ein kleines Repertoire an Anmachsprüchen. Okay, wow, ja. So, das heißt, wenn du hier heute Abend deinen Traummann siehst, ja, kannst du mit diesem Schnipsel dann auf ihn heute Abend zugehen und vielleicht klappt es ja dann. Und dann kommen wir nächstes Jahr wieder und dann bist du vergeben. Einmal ganz laut vorlesen, bitte. Ich arbeite bei der... Was? Das ist dein Ernst, oder? Ich arbeite bei der Weltenbehörde. Willst du mit mir dein schwarzes Loch zeigen? Ich habe mein Pferd verloren. Darf ich auf dir weiter... Muss ich ihn behalten? Ja, leider darf nur einmal gezogen werden. Aber vielleicht klappt er ja. Ja, bestimmt, bestimmt. Ich bin eine Praline und hätte Bock auf eine Füllung. Der wird klappen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja. Also ich schenke dir den hier heute Abend. Darfst du gerne einstecken. Dankeschön, und, ja, vielleicht klappt es dann. Okay. Erstmal Glückwunsch zum neuen Song. Dankeschön. Ja? Dankeschön. Wir Kannst du den Tanz? Den Tanz nicht, aber ich dachte, du bringst ihn mir bei. Den Tanz jetzt? Ja, na klar, komm. Okay, stell dich so hin. So. Hast du eine Freundin? Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Guck mich doch mal, Spaß. Du bist doch, ich würde sagen, schon ein hübscher Typ, ja. Absolut. Ja, aber die richtige habe ich einfach noch nicht gefunden. Vielleicht hapert es bei dir an einem Anmachspruch. Vielleicht. Hey, 1A. Mega. Also das klappt schon mal. Prost. Die Schleife ist links, das heißt, du hast keinen Freund. Genau. Wie lange schon nicht? Gefühlt schon immer. Also, wir haben hier ein paar Anmachsprüche jetzt. Du sollst natürlich auch einen kriegen. Ich würde sagen, du packst einfach mal in die Box rein und wählst einen aus. Ich weiß, du bist vergeben, du hast... Bist vom Mann. Natürlich, aber vielleicht kannst du den ja zu Hause mal bringen. Einfach mal wieder ein bisschen Schwung rein. Um Schwung in den bringen, okay, so. Okay. Also, du darfst dir gerne einen wählen. Nimm ich den. Genau. Und jetzt einmal bitte vorlesen. Ich öffne das jetzt. Wenn ja, mach das mal saut ist, ne, dann hau ich dir eine rein. Machst du mir heute den Delfin? Den wie passend. Passen. Dein linker Oberschenkel ist wie Ostern, dein rechter Oberschenkel ist wie Weihnachten. Darf ich zwischen den Feiertagen mal vorbeikommen? Du darfst jetzt hier einmal reingreifen und diesen Anmachspruch einmal bitte laut vorlesen. Okay. Nachschnitte schon belegt? Wie findest du den? Ganz okay, aber gibt bessere. Auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist gut. Eine 6. Bei den ganzen heißen Dirndls hier wird mir übelst warm. Ich muss jetzt auf jeden Fall meine Jacke ausziehen. Es hat keinen Sinn mehr. Ich werde mich ausziehen. Ich werde mich ausziehen. So. Jetzt geht's. Wollt ihr beiden euch nicht lieber gleich ein Zimmer nehmen? Da hast du eins. Bitte. Ah, ja, super. So, ihr könnt weitermachen. Sage hoi, 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 hoi.
Hallo. 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 Deine Schleife ist auf der linken Seite. Ja. Das heißt, du hast keinen Freund. Ganz genau. Woran scheitert es bisher? Dass die Männer so sind, wie sie sind. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder. Ja, wie lange schon? 12 Jahre. 12? Ja. Würdest du sagen, dass zu Hause auch ein bisschen eingeschlafen ist inzwischen oder noch immer alles? Alles super. Brennt dir deine Lunte? Ich würde sie gerne aufblasen. Super. Mega. Also, auf jeden Fall mal probieren. Damit landest du bei den richtigen Männern auf jeden Fall. Ich denke auch. Trotzdem habe ich hier heute Abend auch Anmachsprüche. Ich würde sagen, ich schenke dir einen. Den kannst du mit nach Hause nehmen. Ja. Und dann zusätzliches Leben in die Bude bringen. Ja. Hallo. Hallo. Lass mal festhalten. Klar, halt dich fest. Gar kein Problem. Na, Schnitt ist schon belegt. Kelly. Also, du hast keinen Freund. Warum nicht? Und wie lange schon? Boah, schon lange. Oh nein. Wie kann das denn sein? Kannst du deiner Freundin helfen? Hast du einen Anmachspruch? Ja, diese Standard vom Himmel gefallen oder so. Ich habe meine Nummer verloren, kriege ich deine. Okay, hat der schon mal funktioniert? Ja. Nö. Noch nie. Ich mache ja nie jemanden an. Warum nicht? Ja, wenn, dann kommt die ja. Ist das eher Männersache? Ja, der Mann muss ja. Okay. Vielen Dank an euch, Jungs. Vielen, vielen Dank. War das gerade ein Erdbeben oder bringst du meine Welt so zum Beben? Ich sag's euch ehrlich, ihr guckt schon. Den schenke ich dir. Danke. Mal vorlesen, bitte. Ich bin eine Praline und hätte Bock auf eine Füllung. Mega. Hallo. Nein. Nein? Bist du schüchtern? Ja. Aber du bist ja Single. Ich würde dir weiterhelfen. Nee, danke. Du bist schon vergeben, ne? Ja. Wie lange schon? 6 Monate. Oh, noch relativ frisch. Ich habe trotzdem einen Anmachspruch für dich. Okay, los geht's. Suche Mann mit Pferdeschwanz, Frisur egal. Meinst du, der würde funktionieren? Ja, ich denke schon. Einmal vorlesen bitte. Und in die Kamera, guck mal. Ich habe ein Pferd verloren, darf ich auf dir weiterreiten? Dein linker Oberschenkel ist wie Ostern, dein rechter Oberschenkel wie Weihnachten. Darf ich zwischen deinen Feiertagen mal vorbeikommen? Ja. Wie würdest du den bewerten? Von 1 bis 10? 10 ist gut? Auf jeden Fall eine 10 von 10. Super. Du siehst nicht aus wie ein Reiter. Bitte? Du siehst nicht aus wie ein Reiter, eher wie ein Fußballspieler. Ja, aber das ist ja auch eher für deinen Freund. Eine Woche lang. Drecksau. Ich würde sagen, einmal für die Kamera, einmal vorlesen. Nee, du bist eine Drecksau. Pass auf. Bist du ein Spukhaus? Denn ich werde schreien, sobald ich in dir bin. Servus. Bist du alleine? Bist du vergeben? Ich bin alles. Bist du Single? Nein. Hast du eine Freundin? Ja, klar. Ja, klar. Wie lange schon? 3 Jahre. Dann wird Zeit für einen Anmachspruch, glaub mir. Zeig mal dein Wurstfach. Ich bin Meister Propper. Darf ich mal dein Becken schrumpfen? Hallo. Hi. Na, was macht ihr beiden Hübschen hier? Saufen. Hast du eine Freundin? Bist du in einer Beziehung? Ja. Hast du? Ja, ja. Aber... Also wir sind offen. Ihr seid offen? Ja, ja. Also man muss es immer absprechen auf jeden Fall. Aber prinzipiell, wir haben eine offene Beziehung. Hey, du stinkst! Gehen wir duschen! Den kannst du doch mal zu Hause bringen. Zu ihm vielleicht. Ja, ne? Ja. Für all die zu Hause jetzt sitzen. Eine kleine Randinfo, wir machen nämlich tatsächlich im nächsten Monat auch eine Reportage über offene Beziehungen.
Passt ja. Hast du Lust zu angeln? Ich würde gerne meinen Köder in deinen Teich werfen. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du jetzt hier heute Abend jemanden kennenlernen würdest, die gut findest und mit nach Hause nehmen wollen würdest? Das wäre völlig in Ordnung, oder müsstest du quasi vorher einen Anruf tätigen? Normalerweise muss also immer absprechen, aber sie ist krank zu Hause und deswegen, das ist ein No-Go, weißt du? Wenn es halt an einem nicht so gut geht oder sowas, so, dann mach ich auf keinen Fall was, so, das geht nicht. Vögeln? Zu 100%, let's go! Ich bin Zauberer und zerlege dich in der Kiste. Heute noch. Das war eine Vorwarnung an deine Freundin. Den bringe ich mit heim. Den bringe ich mit heim. Du heiratest nächste Woche? Also am Freitag, ja. Freiwillig? Ja. Bezwungenermaßen, nein. Nur aus steuerlichen Gründen. Okay. Der ist schon sehr wild. Ich würde gerne einen Witz über meinen Penis erzählen, aber er ist zu lang. Ich glaube, der wird funktionieren. Ja, auf jeden Fall unter der Gürtellinie, ne? Ist das denn auch wirklich so? Ich kann mich nicht beschweren. Kannst du ja mal meine Freundin fragen. Einmal lesen, bitte. Ich bin Meister Propper, darf ich gerne mal dein Becken schruppen? Das ist schon geil. Deine Schleife war da vorne noch rechts. Rechts? Ist das rechts oder was? Das ist rechts, ja. Ist vergeben. Das ist vergeben, ja. Hast du dich getrennt in den letzten zwei Stunden? Nein, ich wurde gedrängt. Ich muss das machen, damit ich zu dir darf. Du kannst heute Abend was gewinnen. Ja, sehr geil. Ja, freust du dich? Ja. Bist du schon aufgeregt? Ja. Soll ich dir sagen, was du gewinnen kannst? Ja. Einen Anmachspruch. Aber, also hast du jetzt einen Freund oder nicht? Ja, vielleicht. Ich schenke dir einen Anmachspruch, komm her. Deine Augenfarbe passt zu meiner Bettmische. Sehr, ne? Ja. Der ist wirklich gut. Den würde ich dir schenken, den darfst du gerne einstecken. Ja. Da du ja Single bist. Ja. Vielleicht funktioniert er. Mach ich. Wie sollte er aussehen? Breit gebaut. Passt sehr gut. Da will ich dich zum Frühstück einladen. Ich hole dich heute Abend um 20 Uhr ab. Der ist schon gut. Nee, eigentlich gar nicht. Du hast ja keinen Freund, wie ich sehe. Warum nicht und wie lange schon? Bestimmt seit einem Jahr, aber sagen wir mal so, man gerät an die Falschen. Servus. Grüß dich. Du hast ein bisschen Ähnlichkeit mit Marvin. Ja, ein bisschen. Ehrlich, bist du's? Nein, nein. Schöne Grüße. Weil die meisten falsche Intentionen haben. Welche wäre die richtige? Vielleicht nicht bei dem ersten Date rummachen wollen. Und ja. Vielleicht sehen das ja deine zukünftigen Männer und merken sich das. Ein Appell, ja. Wie lange seid ihr schon zusammen? Über ein Jahr. Es wird Zeit mal wieder für einen Anmachspruch für dich. Du darfst dich gerne bedienen. Und ich würde dich bitten, diesen einmal vorzulesen. Hey, du stinkst, gehen wir duschen. Schenke ich dir, darfst du einstecken. Danke dir. Falls es mal so weit sein sollte gegenüber deiner Freundin, kannst du den gerne raushauen. Alles klar, danke. Wenn deine Beine mal Stress haben, sag gerne Bescheid, ich gehe dazwischen. Passt gut zu meinem Motto, ne? Wunderbar. Ihr beide seid ein Paar. Nein. Warum nicht? Ex-Partner. Ja. Ex-Partner. Ja. Hallo. Hi. Na, was ist dein Plan hier heute Abend? Junggesellenabschied meiner Mutter. Nein. Nein. Du heiratest? Ja. Wann? Am 13. Mai. Wow. Wow. Ja, wie lange bist du schon mit deinem künftigen Mann zusammen? 9 Jahre. Wir haben hier heute Abend jemanden schon getroffen, der führt eine offene Beziehung. Nee. Auf keinen Fall. Geil. Kannst du kriegen wie ein Glücklich. Wenn dann, nee. Ganz oder richtig. Wir suchen hier heute Abend mal für deine Tochter einen Mann, oder? Oh ja. Nicht, dass sie alleine zu deiner Hochzeit kommt. Genau. So. Und damit das alles ein bisschen beschleunigt wird, habe ich hier heute Abend Anmachsprüche drin. Oh, okay. Ich schenke dir einen, du darfst gerne einen ziehen. Und ich würde dich bitten, diesen einmal vorzulesen. Suche Mann mit Pferdeschwanz, mir so egal. Kannst du was für dich behalten? Mich? Der ist gut. Der ist wirklich gut, ja. Süß. Ja. Das ist tatsächlich der humanste hier heute Abend. Ja, dann hab ich ja Glück gehabt. Na du, willst du deinen Maiskolben mal ordentlich kochen? Das ist lustig.
mal unter uns dreien gesagt, landet ihr heute Abend noch im Bett? Nee, ich habe meine Tage. Bumsbar. Den nehmen wir. Denn ich weiß, dass du hässlich bist. Das muss ja nicht sein. 7,50 Euro. Machen 10er glatt. Da ist das Trinkgeld. Hast du das, Mann? Na ja, klar. Mit Schmerz oder ohne? Gerne ohne. Ich grüße meine drei Kinder, Len, Max und Tom. Hallo. Die sind absolut Freaks von dir. Ja, mega. Schöne Grüße. Ein Fehler, beste Grüße. So, du hast eine Frau. Ja. Ich schenke dir trotzdem ein. Pass auf. Achtung. Einmal vorlesen, bitte. Ja. Alkohol ist nicht das einzige Hart hier. Ja. Ich habe gesehen, du hast Geschenke mitgebracht. Da steht ein großes M drauf für... Ja, für... Für Mia Julia. Oder masturbieren. Oder für... Muttermilch. Bist du gut drauf? Ganz... Ich bin gut unten. Was bist du? Ich bin gut drauf. Ja, wir auch. Ich bin gut unten. Wir sind auch gut unten. So ein schönes Ding. Wir wissen natürlich, dass du vergeben bist. Aber vielleicht kann man ja auch zu Hause mal den einen oder anderen Anmachspruch raushauen, oder? Es gibt nur noch einen Anmachspruch dieses Jahr. Egal auf Mallorca oder hier. Bist du bumsbar? Ja, das war's. Du bist so scharf. Mein Reißverschluss löst dich von selbst. Oh. Lass mal auf. So. Jetzt einmal vorlesen. Bin gespannt, was du sagen wirst. Du Arsch. Was steht da drauf? Was habe ich gesagt? Freunde, bist du heute bumsbar? Der Hammerspruch des Jahres. So, das war's hier vom Wiesenfest in Polheim. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne selbst mal in die Kommentare, welcher Anmachspruch für euch das Nonplusultra ist. Und dann sehen wir uns nächste Woche im nächsten Video wieder. Vergesst natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren.